Gut. Checken wir mal den Planeten aus. Hier gibt es erstmal nichts, außer einem interessant leuchtenden Planeten. Gut. Neveron, ach, das ist der, auf dem wir landen können. Machen wir gleich. Erstmal noch den Rest abchecken kurz. Und dahinter hat zumindest ein bisschen Samarium für uns, das ist schön. So, hier wird es wahrscheinlicherweise, wenn dann, nur ein Asteroid mit irgendeinem Metallvorkommen geben, was wir ja nicht mehr brauchen, aber es gibt gar nichts, okay. Dann noch kurz Roma ausgecheckt. Hier gibt es immerhin noch ein Medaillon. Schön, dann haben wir zumindest die Medaillons noch voll gekriegt, auch wenn die ID-Tags dazu nicht voll sind. Beim Scannen des Planeten Groma haben sie eine verwitterte Raumstation gefunden, die schon bald auseinanderzubrechen droht. Einem kleinen Bergungsteam ist es gelungen, einige interessante Objekte zu bergen. Darunter war auch ein Medaillon des Salarianerordens. Okay, dann auf nach Neveron und damit zur letzten Nebenmission dieses Spiels. Und danach gibt es nur noch Aylos und dann das Ende. Ein Blick auf die Karte und der verrät uns Anomalie, Untergrundeinrichtung, Trümmer, alles klar. Also zuerst zur Anomalie, halte drüben, gibt es noch was zum Einsammeln. Mal wieder ein Rohstoff vorkommen und natürlich liegt das mal wieder auf der anderen Seite des Berges, sodass wir blöd kraxeln müssen. Was soll's. Da das der letzte Planet ist, nehmen wir das mal so hin. Das ist blöd, ich habe gar keine Uhr hier, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie spät es ist. Oder wie lange ich jetzt schon aufnehme. Mal kurz einen Blick aus dem Fenster werfen hier. Ja, dem Sonnenstand nach zu urteilen, spiele ich jetzt schon seit 2 oder 3 Stunden. Aber nur grob geschätzt. Okay, ein Thorium-Vorkommen, sehr schön. Ah, das war dumm. Hätte ich eigentlich sehen müssen, dass das nichts wird. Aber die Lücke öffnet sich ja doch noch. Eingesagt, weiter gemacht. So, kannst du mal bitte die Kontrolle behalten über die Kiste? Dankeschön. Seid ein bisschen blöd, weil die Reifen so einen unglaublichen Grip haben. Bei diesem Herumgestürze an den Berghängen wird es dann doch manchmal ein bisschen kriminell, wenn man da mit einem Reifen so ein bisschen aufkommt. Der hat dann doch so viel Haftung auf dem Berghang, dass man sich völlig dreht und dann vollkommen verquer wieder rauskommt auf der ganzen Sache. Gut, immerhin gibt es hier so ein kleines Tal, durch das wir uns begeben können, durch das wir fahren können. Das macht die Sache natürlich erheblich einfacher. Und dann grasen wir auch hier noch kurz alles ab. Und ich bin sehr gespannt, was es in der Cerberus-Einrichtung geben wird. Ob dort irgendwas Besonderes ist oder ob das auch so 0815 Untergrundeinrichtung, Wissenschaftsbereich und ein paar Söldner ist einfach nur. Man weiß es ja nicht. Eigentlich müsste es ja ein bisschen mehr sein, denn es ist ja eine Hauptanlage. Und ist ja quasi der Höhepunkt des Kahoku-Quests. Auch wenn Kahoku schon lange tot ist jetzt mittlerweile. Aber macht ja nichts. So. Was haben wir denn da? Ich sehe es gar nicht. Gibt hier was? Ach ja, hier. Ah. Ein Salarianer. Oh, dann kriegen wir vielleicht doch noch das ID-Tag. Ja, ID-Tag gefunden. Dieser Cerberus-Soldat hatte einen ID-Tag von Captain Varsint, einem der salarianischen Soldaten, die mit der Suche nach dem Salarianerorden beauftragt waren, bei sich. Wie er in den Besitz des Fundstücks kam, bleibt ungeklärt. Wer weiß. Auf jeden Fall haben wir damit doch noch geschafft, auch dieses Quest abzuarbeiten. Das Einzige, was offen ist, was wir nicht abschließen werden, ist das mit den Rohstoffvorkommen. Und das mit dem Hund des Hades, das werden wir jetzt gleich noch machen. Also, da haben wir im Prinzip alles gemacht. Gut, wir haben halt ein paar seltene Erdvorkommen nicht gefunden, aber das ist halt auch, die stehen halt mitten in der Pampa rum manchmal. Das heißt, man übersieht die halt auch schnell mal. Das ist ja manchmal doch so ein bisschen zufallsbedingt, dass man auch so ein Vorkommen auch stößt, wenn man mit dem Marco durch die... tschüss. Wenn man mit dem Marco durch die Gegend fährt. Das
ist halt manchmal einfach nur vom Zufall abhängig, dass man dann auch darauf stößt und es auf der Karte auch mitkriegt. Gut, schauen wir uns mal das Cerberus Hauptquartier an. Nach Söldneranhäufung aus. Ihr beiden bleibt bei mir. So, und dann machen wir das wieder aus der Deckung raus hier. Wie wir das schon kennen. So. Ah, das ist blöd, wenn die nicht mehr anvisiert sind, sieht man die kaum noch, weil die so dunkel sind. Da man sich gar nicht richtig sicher sein kann, ob die dort überhaupt noch stehen. So, wir bleiben trotzdem mal hier drin. Einfach weil Cerberus schon wieder versucht, oder weil das Kommando schon wieder versucht hat, uns einzukreisen. Muss ja nicht sein. Gut, wollen wir uns sehen hier? Könntest du mal bitte. Dankeschön. Wie der sich manchmal unkontrollierbar an die Bande klitscht, das ist schrecklich. Oder an die Deckung. Na gut. Ich mache ich fertig. Still. Oh, hier drüben. Alles klar. Komm zurück. Ich will spielen. Okay, der nächste zum Spielen. Ich weiß, mit mir zu spielen ist nicht so gesund. Aber es gibt auch noch ein paar Leute hier. Ein bisschen Kanonenfutter. So. War es noch einer? Kümmert ihr euch mal drum. Okay, jetzt kann ich wieder. Gut, das wäre erledigt. Dann schauen wir mal, ob es hier hinten denn irgendwas Besonderes gibt für uns. Irgendwelche Infos, irgendwelche Sachen zum Mitnehmen, zum Einstecken für zu Hause. Links ist das Ausrufezeichen, gerade noch so zu sehen. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. Und sammeln. Ja, ist nichts Besonderes, was es hier gibt. Okay. Gut, schnell hier lang, bevor die ganzen roten Dinger vorbeischauen. Okay. Ansonsten scheint es hier nichts weiter zu geben. Doch hier drüben natürlich, die Spinde sind auch noch zum Öffnen. Dachte ich mir fast. So, ganz gemütlich. Aber nicht alle vier, oder? Mensch, so viel Arbeit hier. Ach, naja, wenn es sein muss. Ach komm, ich war schon durch. Jetzt stelle ich mich aber auch gerade an hier. Hat noch gereicht. Solange es noch reicht, am Ende ist mir alles recht. Dann ist es mir auch egal, dass ich zwischendurch mal verkackt habe. So, alles eingesammelt, einfach der Vollständigkeit halber. Man will ja nichts verkommen lassen hier, ungebraucht und so. Und jetzt? Natürlich steht hier mal wieder keiner, sondern es ist nur ein Terminal. Was haben wir auch anderes erwartet? Cerberus räumt immer hinter sich auf. Sie drücken vorsichtig ein paar Knöpfe und ein Alarm geht los. Die optische Datenbank aktiviert sich selbst. So schnell wie möglich kopieren Sie möglichst viele Daten auf den internen Computer Ihres Kampfanzuges. Nach der Entladung des Speichers deaktiviert sich der Computer. Die Dateien sind sicherlich verschlüsselt, aber Sie haben genug Zeit für die Dechiffrierung. Okay. Und damit ist auch dieses Quest abgearbeitet. War jetzt mal wieder, ja, sehr, sehr langweilig. War jetzt nicht viel zu holen, gebe ich zu. Ist nicht allzu spektakulär. Und das wird sich dann im zweiten Teil natürlich bessern. Wie gesagt, man hat hier nicht, also wie ich das schon mal erwähnt hatte, man hat hier nicht so viel Budget gehabt. Und dementsprechend ist auch hier alles wiederverwertet worden. Man hätte natürlich in den Nebenquests ein bisschen mehr machen können noch. Was die Tiefe angeht einfach, der Missionen. Da hat man sich doch im Hauptquest weitaus mehr Mühe gegeben. Aber gut, ist halt so. Das Hauptquest ist ja dann doch auch das, worauf das Hauptaugenmerk liegt. Und das ist wirklich gut gelungen, beziehungsweise gesamt Mass Effect ist halt wirklich ein gut gelungenes Spiel, auch wenn die Nebenmissionen natürlich teilweise jetzt nicht so der unglaubliche Bringer sind und dann doch ein bisschen langatmig werden mit der Zeit. Na gut, von mir aus ist das eben so. Aber sagen wir so,
Wir haben uns durchgebissen. Die Nebenmissionen sind abgearbeitet. Das hier ist das letzte Mal, dass ich mit dem Marco herumfahre hier im Let's Play. Beziehungsweise in den Let's Plays der Mass Effect Reihe. Das wird so nicht mehr vorkommen. Genießen wir es. Und fliegen zur letzten Sonde. Way. So, da sind wir. Wobei, nee, stimmt nicht. Auf Eilos werden wir auch nochmal mit dem Marco fahren, fällt mir gerade ein. So. Stimmt, auf Eilos haben wir auch nochmal den Marco dabei. Ganz vergessen. So, eingesackt. Zurück zur Normandy. Und jetzt geht's auf nach Eilos. Die Hauptmission wartet auf uns. Wir empfangen eine Transmission, ach, Commander. Nee. Das sollten Sie hören. Warum? Seien Sie gegrüßt, Commander Shepard. Ich repräsentiere eine Gruppe, die gern mehr Informationen über die Aktivitäten von Cerberus hätte. Ach, ist ja interessant. Wer sind Sie? Und wen repräsentieren Sie? Wer ich bin, ist ohne Belang. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich ein Agent des Shadow Brokers bin. Wissen Sie, Admiral Kahoku kontaktierte meinen Auftraggeber, weil er Informationen über die Standorte der Cerberus-Stützpunkte suchte. Wir gaben ihm die Informationen unter der Bedingung, dass er uns Kopien aller Dateien aus den Cerberus-Systemen aushändigt. Tja, das war ein Deal mit Kahoku und nicht unserer. Hatten Sie irgendetwas mit Kahokus Tod zu tun? Wir hatten keinen Grund, ihm zu schaden. Er wollte uns mit Informationen über Cerberus versorgen. Informationen, die nun in Ihrem Besitz sind. Sie müssen Verbindungen zu Cerberus haben, wenn Sie Kahoku sagen konnten, wo er sie finden kann. Informationen sind unser Geschäft, Commander. Durch unsere Kontakte konnten wir herausfinden, dass die Cerberus-Gruppe im Voyager-Cluster aktiv war. Leider konnten wir nicht mehr in Erfahrung bringen. Darum sind wir auch so interessiert daran, die Kopien der Dateien von Ihnen zu erhalten. Das sind geheime Allianzdateien. Ich werde sie Ihnen nicht übergeben. Seien Sie vernünftig, Commander. Cerberus operierte außerhalb der Zuständigkeit der Allianz. Sie schulden Ihnen keine Loyalität. Die Allianz wird diese Informationen einfach in einem Archiv verschwinden lassen. Aber kein Geheimnis bleibt ewig geheim. Letztendlich wird es irgendjemand irgendwann in unsere Hände geben. Das können genauso gut Sie tun. Geben Sie uns die Dateien, dann werden Sie entschädigt. Was haben Sie mit diesen Informationen vor? Informationen sind eine Ware. Sie können ver- und gekauft oder eingetauscht werden. Es geht mich nichts an, was wir es nicht vergessen haben, wenn Sie das nächste Mal etwas von uns wollen. Das wird nicht vorkommen. Ja, haben wir den Shadow Broker indirekt kennengelernt. Natürlich war das nicht der Shadow Broker. Aber wir haben einen seiner Agenten nochmal kennengelernt, der mit uns Kontakt aufgenommen hat. Ja, nee, es war kein Deal, den sie mit uns abgeschlossen haben, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Das geht uns eigentlich überhaupt nichts an, was sie da gemacht haben. Naja gut, ich mache jetzt nochmal eine ganz kurze Aufnahmepause und danach widmen wir uns Eilos in der Pangea-Weite. Jetzt geht's also los. Wir widmen uns den letzten Hauptaufgaben. Das Spiel rückt aufs Ende zu. Bis gleich. Los geht's. Eilos erwartet uns auf die Pangea-Weite ins System Refugee. Ja. Durch das Mu-Portal. Und da sind wir, das Mu-Portal ist passiert. Natürlich, wie immer, wir erkunden die anderen Planeten des Sonnensystems. Das ist das letzte Mal, dass wir das tun werden. Und wie ich es mir schon gedacht hatte, gibt es hier nichts außer Eilos. Und das bedeutet, wir begeben uns hinein ins Abenteuer. Im sogenannten goldenen Zeitalter der Proteaner war Eilos eine grüne Welt mit Städten voller architektonischer Meisterwerke. Dass dies heute nicht mehr der Fall ist, sieht man auf den ersten Blick. Eilos wurde aus unbekannter Ursache so zerstört, dass die Planetenoberfläche die Farbe von Rost angenommen hat. Die Atmosphäre weist erhöhte Levels von Sauerstoff auf. Auf der dunklen Planetenseite wüten durch Blitze entfachte Oberflächenfeuer. Das bedeutet, dass die meisten, wenn nicht alle, atmenden Lebewesen ausgestorben sind. Wir eilen durch das Mu-Portal nach Eilos. Uh-oh. Geth. Yeah.
Commander? Wir haben Besuch. Haben Ihre Sensoren uns schon erfasst? Die Tarnsysteme sind aktiv. Solange Sie uns nicht sehen können, wissen Sie nicht, dass wir hier sind. Ich habe ein paar seltsame Aufzeichnungen von der Planetenoberfläche. Bringen Sie uns runter, Joker. Folgen Sie den Koordinaten. Das geht nicht, Commander. Die nächste Landezone ist 2 Klicks entfernt. Zu Fuß werden wir es nicht rechtzeitig schaffen. Bringen Sie uns näher ran. Näher geht es nicht. Es gibt keine Möglichkeit. Mit dem Marco absetzen. Für eine solche Landung brauchen wir mindestens 100 Meter freie Fläche. In Sarens Nähe gibt es nur 20 Meter. 20 Meter? Das reicht nicht, um runterzugehen. Wir müssen es versuchen. Wir müssen eine andere Landezone finden. Es gibt keine andere Landezone. Der Landewinkel ist zu steil. Das ist unsere einzige Chance. Das ist keine Chance. Das ist Selbstmord. Wir können nicht... Das kriege ich hin. Joker? Das kriege ich hin. Etwas Beeilung und runter zum Marco. Joker, setzen Sie uns direkt vor seine Füße ab. Der Joker hat's halt drauf. Was ich immer ein bisschen komisch finde, die Normandy, die kann doch schweben. Also die muss doch nicht im Brachialflug durchheizen eigentlich. Aber na gut, was soll's. Wir nehmen das Standardteam mit Garrus und Tali. Oder? Ja doch, ich glaube, wir haben auch hauptsächlich Geth als Gegner. Von daher macht das auch Sinn. Squad annehmen. Gut. Und dann geht's auf ins Abenteuer. Bring uns rein, Joker. Oh nein, bitte nicht schon wieder der Fehler im Spiel. Weiter, ihr beide! Weiter, jetzt! Oh nein! Okay, Saren hat uns die Tore verschlossen und der Fehler tritt wieder auf. Wir müssen in diesen Bunker hineinkommen, bevor Saren die Röhre findet. Diese Tür kann man nicht mit brutaler Gewalt überwinden. Aber Saren hat sie irgendwie geöffnet. Irgendwo in diesem Komplex muss es so etwas wie einen Sicherheitsschaltpunkt geben. Wir müssen einen Weg finden, ihn wieder zu aktivieren. Oh, das ist ärgerlich. Wir müssen wieder die Beleuchtung ändern. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie das war. War das so? Set View Mode anlit war das, glaube ich, ne? Kann man das mal jemand sagen, wie das war? War das so? So nicht, okay. View Mode anlit. Klappt das? Ja. Ist zwar schade, aber wir müssen wieder so spielen, damit wir es überhaupt sehen können. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, weil Ilos doch wahnsinnig dunkel ist. Und wir so ein bisschen mehr von der Umgebung sehen. Und später schauen wir mal rein, ob es da vielleicht wieder ein bisschen besser wird. Der Marco bringt uns leider nichts, denn mit dem Marco sitzen wir hier fest. Hier ist alles zu. Deshalb hilft's nichts, wir müssen zu Fuß los und uns den Weg freikämpfen. So, ich räume mal den Schild da hinten mit weg. Oh, hi! Du auch hier? Hab dich gar nicht gesehen auf den ersten Blick. Okay, hinten muss aber noch einer sein irgendwo, oder? Ja. So, zum Glück halten die nichts weiter aus. Und sind schnell weggeräumt. Wir müssen bloß schauen, wenn dann hier die ersten Kampfläufer kommen. Oder vielleicht auch ein paar von diesen großen Viechern, die immer den Sturmangriff machen. Ich weiß leider gar nicht mehr, wie sie heißen. Dann wird's ungemütlich. Verwüster hießen sie. Genau. So, der andere scheint eine Etage weiter unten zu sein. In Ordnung. Oh, shit. Oder spreche ich gerade noch von? Na gut, also voll draufhalten. Hilft ja nichts. Oh, fuck you. Ich war in der Deckung, Leute. Ich war in der Deckung. Wieso trifft mich das denn? Naja, was soll's. Also ein neuer Versuch. Hilft ja nichts. So, dann kümmern wir uns mal um die Geth, die hier als Empfangskommando kommen. Ist aber wirklich so, als hätte ich den Teufel herbeibeschworen, ne? Ich rede von den Kampfläufern und schon sind sie da. Gut.
Die ersten sind schnell aus dem Weg geräumt. Hinten ist noch einer. So, und jetzt müssten ja die Kampfläufer kommen eigentlich, oder? Ich finde es schrecklich, zu Fuß gegen Kampfläufer kämpfen zu... Ach, Garrus. Zu müssen. Ich glaube, sie sind da. Oder? Na gut, machen wir das mal so. Hier haben wir zumindest ein bisschen Deckung. Schießt er schon? Ja. So. Da können wir uns relativ schnell aber in Sicherheit bringen hier. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oh fuck, der andere ist verdammt nah. So, aber wenn er so blöd steht, dass er hier seine Beinchen in den Weg hält, dann können wir ihn uns vielleicht holen. Ich weiß es nicht so richtig. Shit. Der ist wirklich verdammt nah. Und treibt uns gleich aus der Deckung raus. Gut, erwischt. Der Anthos ist schon weg? Nee, der ist da hinten. Okay. Ich hasse es, gegen die Dinger zu kämpfen. Die sind so unglaublich schlecht zu bekämpfen, weil die halt wirklich mit einem Treffer töten. Ach. Und weil die Einschläge halt auch um die Ecke gehen. Das heißt, man kann nicht vernünftig Deckung nehmen vor denen. So, aber wir haben es geschafft. Auf jeden Fall speichern. Speichern fehlgeschlagen? Ach, wegen dem einen Typen da unten. Ach, wirklich. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ach nee, oben ist auch noch einer. Okay. Dann suchen wir mal nach dem. Okay, der ist eine Etage weiter unten. Gut, wir schauen uns mal kurz hier um. Und sammeln ja auch noch fröhlich ein, auch wenn das natürlich nicht mehr so viel bringt. Aber vielleicht finden wir ja doch noch was, das irgendwie nützlich sein kann. So, einmal durch die Blume. Könntet ihr dann vielleicht endlich mal die Speicherung akzeptieren? Dankeschön. Ich wollte jetzt nicht unbedingt alles nochmal machen, wenn jetzt das irgendwie nach hinten losgeht.